Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Cube Cross Hybrid SL Allroad 500 vor. Wir haben es, wie der Name schon vermuten lässt, mit einem Crossrad zu tun, welches als E-Bike-Variante daherkommt. Ich komme erstmal zum Rahmen. Der wurde super verarbeitet aus Cubes High Performance Aluminium. Besondere Qualitätsmerkmale sind hierbei zum Beispiel die innenverlegten Züge, die für eine aufgeräumte Optik sorgen. Sonst haben wir hier einen klassischen Crossrahmen, der euch relativ aufrecht sitzen lässt, vor allen Dingen auch dank des nach oben geneigten Vorbaus. Der macht das Ganze etwas komfortabler. Das hier ist jetzt die Herrenvariante vor mir. Wir haben das Ganze aber auch als Damen-Sportvariante da. Da verläuft das Oberrohr etwas stärker nach unten, sodass ihr leichter auf das Fahrrad auf- und absteigen könnt. Das Cube Cross Allroad ist definitiv alltagstauglich. Das liegt zum einen auch an den Schutzblechen, die euch vor Spritzwasser definitiv schützen. Des Weiteren ist das Fahrrad straßenverkehrstauglich, liegt zum einen an der Frontleuchte mit dem Frontreflektor, an der Rückleuchte, dem Rückreflektor, den Reflektionsstreifen an den Reifen, den Reflektoren an den Pedalen und natürlich an der Klingel. Wir haben hier 28 Zoll Laufräder, die gängige Laufradgröße im Crossbereich mit Shimano Deore XT-Narben, definitiv also ein sehr guter Laufradsatz. Außerdem haben wir hier die Schwalbe Smart Sam Bereifung. Somit habt ihr definitiv Allround-Reifen, mit denen ihr auch problemlos mal über Schotterwege oder auch mal über die Wiese fahren könnt. Der Cube-Lenker, der ist recht breit und vermittelt euch genügend Kontrolle mit dem dazu passenden Vorbau. Außerdem haben wir ergonomische Cube-Griffe, die das Ganze komfortabel machen und die dazu passende Cube-Sattelstütze und den Cube-Sattel. Von der Farbgebung hat es Cube hier sehr dezent in einem Mattschwarzton gepaart mit hochglanzschwarzen Akzenten gehalten. Das Herzstück eines jeden E-Bikes ist selbstverständlich der Motor. Wir haben in den Bosch Performance Line CX Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment liegt bei ganzen 75 Newtonmetern. Die Akkukapazität liegt bei ganzen 500 Wattstunden und somit sind auch längere Touren überhaupt kein Problem. An der linken Lenkerhälfte befindet sich das Bosch Purion-System. Das ist der Purist unter dem Bosch-System. Ihr habt hier lediglich einen kleinen Bildschirm und die Bedieneinheit, mit denen ihr zum Beispiel die verschiedenen Unterstützungsstufen einstellen könnt, aber auch das Licht zum Beispiel ausschalten könnt. Die RockShox Paragon Federgabel, die liefert euch mit ihren 65 mm Federweg genügend Komfort. Besonders wenn es mal über Kopfsteinpflaster oder mal einen kleinen Absatz heruntergeht, da kommt euch diese Federgabel definitiv zugute und sie kommt in der wie von RockShox gewohnten Qualität, da diese Gabel wirklich von den Technologien der Mountainbikes profitiert. Ihr könnt sie zum Beispiel per Luftdruck auf euer Körpergewicht einstellen und könnt sie auch locken. So taucht sie nicht mehr ein und ihr habt ein antriebseffizienteres Fahrrad in diesem Moment. Wir haben hier hinten das Shimano Deore XT11-Fachschaltwerk mit der dazu passenden Kassette und Kette. Geschaltet wird das Ganze komfortabel mit dem Shimano Deore XT-Schalthebel. Außerdem haben wir hydraulische Scheibenbremsen, die auch aus dem Hause Shimano sind. Es sind auch die XT-Scheibenbremsen, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen werden. Das Cube Cross Hybrid SL Allroad 500 ist bei uns für 2.999 Euro erhältlich. Ihr bekommt hier definitiv ein top ausgestattetes E-Bike zu einem wirklich vernünftigen Preis. Gerade die XT-Teile machen dieses Fahrrad hier zu etwas super qualitativem, aber auch die RockShox Paragon Federgabel und definitiv auch der Performance Line CX Motor. Wenn ihr das E-Bike einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen. Oder bestellt es unter fahrrad-xxl.de.